So, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Wreckfest. Wir fahren wieder diese komische Survival Race, Survival Challenge, The Great Escape. Nach unzähligen misslungenen Versuchen und zwei zweiten Plätzen will ich trotzdem das schaffen. Wenn alles gut gegangen ist, hat es in dem Video, gibt es dann so ein Summary, wie die letzten, wie die Crashes vor dem Schaft ausgeschaut haben, wenn es gute waren. Da gibt es ein paar schöne. Aber jetzt da starten wir das mal. Wir fahren ja wieder, wir erinnern uns an die letzte Folge, oder auch nicht, je nachdem. Wir fahren mit so einem komischen Dreirad-Scheißhäusl gegen die da, die etwas wuchtiger sind als ich, so ganz klein, wenig. Ja. Unser Häusl. So. Thanks for nothing. Ja, das kann bei dem Auto wirklich sein. Danke für nichts. Ja. Okay. Nicht lange reden. Wir geben Gas. Komm schon. Sehr cool. Gleich beim ersten Mal jetzt schaffen. Außenspur. Nicht so optimal. Ich kann nur hoffen, dass sich das nicht schlecht für mich ausgeht. Und wieder letzter. Also außen funktioniert da mal, geht da mal meiner Meinung nach überhaupt nichts. Also es kann schon sein, wenn man Glück hat. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, so viel Glück hatte ich bis jetzt noch nicht. Schnell innen vorbei. Komm innen. Toll. Kratzer von innen voll. Dann nehmen wir gleich mal das Bande. Stehen auf. Jawohl. Pack. Wow. Gut. Schön ausgewichen. Da liegt wieder einer. Da, ja, innen. Bring mich nicht ab! Ich habe noch genau eine Runde. Und das sind die zwei. Irgendwo dabei zumindest. Ja. Nein. Komm. Die zwei müssen sich jetzt viel zusammenreißen. Komm. Ja! Sehr gut! Hat ja nur gefühlte 25 Versuche gebraucht. Aber es ist geschafft! Jawoll! Boah, ich glaube beim nächsten Mal da wieder ein normales Auto fahren, nicht so komische Hampen. Belohnung, super Van, ja genau. Den brauche ich unbedingt. Sonst brauche ich den nicht ab. Sterne zwar nicht erreicht, aber 100 von 100 Punkte! Saumäßig cool. Na bitte. 200, 100, 160 geht gut. Wir gehen ab 600 freischalten. Da fehlen uns 140 Punkte. Da können wir 400 kriegen, das werden wir ja vielleicht auf die Reihe kriegen. Aber das machen wir im nächsten Part, weil zu den jetzigen da sind wahrscheinlich einige Sachen davor, dahinter, je nachdem wie es mich gefreut hat, zusammengeschnitten worden, dass es ein bisschen länger dauert und das lustig wirkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao! So, und wer jetzt gedacht hat damit, dass
einfach war. Für den habe ich noch ein paar Highlights, weil das teilweise recht spaßig war. Und seht selbst die Highlights, circa der zig Runden bevor ich das geschafft habe. Viel Spaß! Du blödes... Bah! Bah, bah, bah! Mein Frontschutz ist schon mal weg. Ja, hallo. Nein, nichts mich aufheben. Nichts mich mitnehmen. Ja, doch. Komm. Geht nicht drauf, Alter. Warum? Fuck. Ja. So, und ich stehe dann genau, gell? Wenn ich jetzt quer steht, habe ich schon ein Problem. Ja, ich wäre schneller als ihr, wenn's... Alter. Der drängt mich einfach ab, Alter. Das gibt's ja nicht. Vielleicht sollte ich jetzt mal einfach nur nachrutschen und mal schauen, was die alle fabrizieren da. Blöd ist es nur, wenn sie einer quer stellt, bin ich ziemlich im Arsch da. Ja, so wie da ist grad, ja. Da bin ich jetzt so ziemlich im Eimer. Bist du deppert? Ja. Das Auto. Das ist cool. Das auch schon. Das ist eine Blechdose. Das drückt die Dose aus oder so. Und das ist noch mehr zerdrückt. Ah, könnt ihr euch da verkrümmeln? Ich würde da gern wegfahren. Ah, no, no, geht schon. Wo gerne. Komm schon, jawoll, so. Ja, so das. Nein!